So, I have a question. How do we build a for-profit? Ich habe eine Frage. Wie können wir gewinnorientierte Friedensorganisationen aufbauen? Wir kennen den militärisch-industriellen Komplex, der Denkfabriken und Einflüsse auf den Kongress umfasst, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Europa. Dieser Komplex existiert, weil es profitabel ist, Geld mit Politik zu verflechten. Diese Institutionen sind miteinander verbunden und schaffen eine Dynamik, in der Personen aus der Militärindustrie, die Massenvernichtungswaffen herstellen, oft in Denkfabriken wechseln oder in Regierungspositionen ein- und austreten. Wir sind mit diesem Szenario vertraut. Warum gibt es jedoch einen militärisch-industriellen Komplex, der Krieg fördert, aber keinen Friedensindustriekomplex, der sich der Schaffung von Frieden und Stabilität widmet? That creates peace, that creates stability. Because a serious question. Peace is profitable. Frieden ist tatsächlich profitabel. Die Geschichte von Krieg und Frieden umfasst Länder und Institutionen, die um das Recht kämpfen, Geschäfte zu führen, während andere Krieg führen. Friedenszeiten sind für viele Menschen deutlich profitabler als Kriegszeiten. Krieg nützt nur einer kleinen Gruppe, und das könnte Teil der Antwort sein. In der Politikwissenschaft ist das Konzept des kollektiven Handlungsproblems wohlbekannt. Wenn eine kleine Gruppe im Vergleich zu einer größeren Gruppe, die weniger auf dem Spiel hat, viel zu gewinnen oder zu verlieren hat, wird die kleinere Gruppe entschlossen sein, alles Mögliche zu tun, um ihre politischen und sozialen Ziele zu erreichen. In order to get politically and socially its way, right? It's the reason why the Zionists. Das ist der Grund, warum die zionistische Lobby, die relativ klein ist, mit nur wenigen Personen, die sich als Zionisten identifizieren, viel zu verlieren hat. Deshalb werden sie alles tun, um ihre Interessen zu schützen. Deshalb haben sie einen unverhältnismäßig großen Einfluss. Das gleiche Prinzip gilt für jede Lobbygruppe, die versucht, die Politik zu beeinflussen, weil sie viel zu verlieren haben, wenn diese Politiken scheitern. Ähnlich verhält es sich mit dem militärisch-industriellen Komplex, wo wir das gleiche Phänomen sehen. Kriegstreiber und Produzenten von Kriegsgerät haben viel zu verlieren, wenn ihre Produkte nicht genutzt würden, insbesondere in den USA. Und dann haben wir eine Dynamik, die zu den ewigen Kriegen der Vereinigten Staaten führt, wo der Krieg selbst ein Ziel wird, weil er die Nachfrage nach den Waffen schafft, die von diesem kapitalistischen System produziert werden. Ich verstehe, warum das passiert, aber meine Frage ist, wie können wir die Prinzipien und Mechanismen des Kapitalismus nutzen, um dieses Problem zu bekämpfen? Zum Beispiel sehen wir, wie das Konzept der Friedensarbeit, die von gemeinnützigen Organisationen durchgeführt wird, dargestellt wird. Die Idee hier ist immer, dass diese Organisationen NGOs sind und dass sie ohne Gewinnmotive operieren. Und auch, dass man verhältnismäßig arm sein soll. Mutter Teresa, oft als perfekter Engel der Güte angesehen, war sehr arm und wird als Inbegriff einer guten Christin gelobt. Wenn wir das Paradigma nicht ändern, dass Friedensarbeit profitabel sein kann, werden wir niemals den notwendigen Umfang erreichen, um dem militärisch-industriellen Komplex, MIC, entgegenzuwirken. Wir benötigen einen zivilen, industriellen Politikkomplex, der aktiv für Frieden, friedliche Konfliktlösungen und gegen Kriegstreiberei lobbyiert. Die Herausforderung besteht darin, dies in einem System zu schaffen, in dem das Kollektivhandlungsproblem gegen uns arbeitet. Also bleibt die Frage, wie machen wir Friedensarbeit profitabel? Dies wäre ein kapitalistischer Ansatz für Antikriegspolitiken. A capitalist approach to, to anti-war policies. The institutions, they are good institutions. Genau wie die Institutionen in den USA gibt es gute, die an friedlichen, realistischen und vernünftigen Politiken arbeiten. Zum Beispiel sind das Quincy Institute und die John Quincy Adams Society, zwei solcher Organisationen. Wir haben auch mehrere NGOs, einschließlich Code Pink, die sich bemühen, gute Arbeit zu leisten. Allerdings stehen sie alle vor dem Problem, dass sie Finanzierungen benötigen, die üblicherweise durch Spenden erfolgen.
Sobald man auf Spenden angewiesen ist, wird man abhängig von den Geldgebern. Wenn man etwas tut oder sagt, was dem Geldgeber nicht gefällt, können sie die Finanzierung einstellen und dann hat man ein Problem. Dieses Problem ist nicht einzigartig für Friedens-NGOs. Die Vereinigten Staaten drohen nun damit, die Finanzierung der Vereinten Nationen einzustellen, falls diese Palästina als Staat anerkennen. Diese Situation zeigt, wie problematisch die Abhängigkeit von Finanzierungen auf mehreren Ebenen sein kann. Der Kapitalismus funktioniert üblicherweise nach dem Prinzip, dass Produzenten Güter herstellen, die viele Menschen wollen. Folglich kaufen diese Menschen die Güter, wodurch die Kunden selbst zu Finanzierern der Produkte werden, die sie erwerben. Dieses Modell verringert die Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen. Es ist jedoch schwierig, dieses Modell auf den Frieden anzuwenden, obwohl Frieden und eine Politik gegen Kriegstreiberei für alle von Vorteil sind. Ich bin mir nicht sicher, wie man sie vermarktbar machen kann. Wie können wir das vermarktbar machen? Wie können wir ein Produkt schaffen, das auf dem Markt gekauft werden kann, und dann die Einnahmen als direkte Finanzierungsquelle für Friedensarbeit verwenden? Es sollte eine direkte Verbindung sein, keine indirekte, bei der jemand durch unabhängige Geschäfte wie die Herstellung von Taschentüchern reich wird und dann diesen Reichtum nutzt, um eine NGO zu finanzieren. Stattdessen sollten mit jedem Kauf von Produkt X mehr Mittel für Friedensarbeit und Politik Y zur Verfügung stehen. Es muss eine praktische Lösung sein. Außerdem wäre es am besten, wenn die Leute ihre Lösungen nicht nur in den Kommentaren schreiben, sondern tatsächlich mit der Umsetzung beginnen würden. Wenn jemand eine brillante Idee hat, sollte er sie umsetzen und anfangen, Geld damit zu verdienen, um die Friedensarbeit zu einem profitablen Unternehmen zu machen. For profit, peace work, because the good thing about that, if it works, it should be contagious, right? And then more and more. Denn das Gute daran ist, wenn es funktioniert, sollte es ansteckend sein, oder? Und dann sollten immer mehr Menschen das auch machen wollen. Nicht unbedingt, weil sie Frieden wollen, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Wie können wir also die Gier des kapitalistischen Systems nutzen, um in den USA, Europa und weltweit im Allgemeinen auf pazifistische Politiken hinzuarbeiten? Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Und wenn ihr eine brillante Idee habt, gründet eine gewinnorientierte Friedensfirma. Wir müssen versuchen, diesen zivilen, industriellen Friedenskomplex aufzubauen. Andernfalls werden wir nie den nötigen Schwung bekommen und alle Zahnräder ineinandergreifen lassen, um uns von diesem ständigen, schrecklichen Kriegstreiben, das wir täglich sehen, zu entfernen. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Danke. Let me know what you think. Thanks. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.